geht's gut? Super, danke. Hallo Dana. Dana, hallo. Wie geht's dir? Könnte nicht besser sein. Guten Morgen. Morgen, Sina. Guten Morgen, Dana. Ist sie denn schon da? Schon, aber ich hab sie da jetzt nicht im Kalender stehen. Sina, seit wann brauche ich einen Termin? Dana, du hast es geahnt. Ich wollte dich letztes Wochenende anrufen. Du hättest mich nicht erreicht. Ich bin nämlich versackt. Mit dem persönlichen Assistenten deines größten Rivalen. Du siehst fantastisch aus. Mir geht's auch blendend. Du arbeitest jetzt also für die Konkurrenz? Sie haben mir natürlich ein Angebot gemacht. Und kein schlechtes. Das muss ich sagen. Ich gratuliere. Aber ich hab's nicht angenommen. Du weißt doch, ich bin eine treue Seele. Stattdessen habe ich alle großen und kleinen Geheimnisse deines Erzfeindes ausspioniert und für unser neues Konzept benutzt. Mein Entwurf wird dich begeistern. Damit schlagen wir sie alle. Ich versichere dir, Sören, mit dieser Idee steigern wir den Umsatz um 15%. Mindestens. Dana, hör mir zu. Ich habe deine Kündigung nicht gewollt. Warum hast du sie dann nicht verhindert? Du bist der Geschäftsführer. Aber ich gehöre nicht zum Vorstand. Du weißt, wie es hier läuft. Allerdings. Ich bin seit 20 Jahren dabei. 15 davon als Chefredakteur in dieser Zeitschrift. Was willst du von mir? Stell mich wieder ein. Ja, wenn es ein finanzielles Problem sein sollte, die Abfindung zahle ich natürlich zurück. Und die nächsten 2 Jahre verzichte ich auf eine Gehaltserhöhung. Dann hör auf. Lass es sein. Was ist der Grund? War ich nicht originell genug? Nicht effektiv? Zu langsam? Du bist zu alt, Dana. Es tut mir leid. Ja. Ach, Julie, ich rufe dich heute Abend zurück. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass Maria heute Geburtstag hat. Hab ich nicht vergessen. Ja, natürlich bin ich pünktlich. Minu, Dana am Apparat. Ja, meine Süße, ich brauche allerdings einen Termin, und zwar sofort. Bio-Facelifting, Ayurveda-Augen-Spezial, Maniküre, das ganze Programm. Okay. Liebling. Bertram? Tut mir leid, Schatz. Ich muss sofort ins Labor. Aber Maria erwartet uns. Ein Notfall. Entschuldige mich bitte bei deiner Schwester. Du warst schon letztes Jahr nicht bei ihrem Geburtstag. Ja, weil ich arbeiten musste. Aber für heute Nachmittag hast du extra einen Techniker bestellt. Der mich in dieser prekär akuten Situation leider nicht vertreten kann. Ach. Professor Honnefelder hält heute Abend einen Vortrag vor laufender Kamera, eine sehr wichtige Rede im Plenarsaal. Aber sicher nicht ohne seine Zähne. Okay, dann reparier das Gebiss von Professor Honnefelder. Ich liebe dich. Für dein Verständnis. Deine Tabletten? Ja, hab ich dabei. Loka samasta sukhino bhavantu. Das Licht der Erkenntnis erleuchte unser aller Herzen. Schenke uns dieser Tag Frieden und Harmonie. Amen.
kleines Kunstwerk, Veronika. Danke. Ist der Tee schon fertig? Auch den mache ich dann, wenn die Gäste kommen. Aber ist doch schon drei? Wieso, Frau Dana, war doch noch nie pünktlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Lassen Sie nur, ich gehe schon. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Maria. Danke, Julie. Gut siehst du aus. Du auch. Danke. Hallo. Guten Tag, Veronika. Maria, du bist ein Genie. Papas alter Schrank wirkt ja wie neu. Die Diele sieht jetzt fast so aus wie früher. Bis auf die scheußlichen Hirschgeweih, mit denen unser alter Herr die Wände schmückte. Alles Gute zum Geburtstag, Maria. Danke, Dana. Hallo, Froni. Guten Tag, Frau Dana. Du siehst umwerfend aus, Dana. Niemand schwindelt so charmant wie meine kleine Schwester. Du siehst gut aus. Mein Gott. Je älter ich werde, desto deutlicher sieht man die 2 Jahre Unterschied zwischen uns. Drei. Du bist 3 Jahre älter als ich. Also. Warten wir noch auf Ihren Mann und die Tochter? Genau. Wo bleibt denn mein bester Schwager? Bertram lässt sich entschuldigen. Ein Notfall, er arbeitet einfach zu viel. Gar nicht gut für seinen Blutdruck. Und Viola schickt dir ganz herzliche Glückwünsche. Aber die Kinder sind leider krank. Danke. Dein lieber Sohn ist hoffentlich gesund? Dem Himmel sei Dank, ja. Aber er hat schrecklich viel zu tun. Ach, macht er jetzt doch noch sein Examen? Er steckt mitten in den Vorbereitungen. Und nebenbei arbeitet er für ein renommiertes Architekturbüro. Bravo. Robert, Mensch, schön, dich zu sehen. Hallo, Froni. Deine Tanten sind auch schon da. Aha. Wie ist die Stimmung? Im Moment noch ganz gut. Ich müsste eigentlich was mit dir besprechen. Ich denke, das verschieben wir besser. Deine Mutter wird sich freuen. Komm. Frau Maria, Robert ist da. Wenn man vom Teufel spricht. Robert, ist das eine Überraschung. Hallo Mama. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Danke. Und? Was ist mit dem Begrüßungskurs für deine Tanten? Ja, klar. Hallo Dana. Und ich? Klar. Hallo, Julie. Hallo, Robert. Machst du immer noch diesen harten, schmutzigen Männersport? Robert hat das Boxen aufgegeben, wenn du das meinst. Schade. Es hatte so was Animalisches. Ich kann leider nicht so lange bleiben. Oh. Aber ich komme noch mal vorbei, bevor ich nach Nürnberg zurückgehe, ja? Aber ein Glas Champagner trinkst du noch mit uns. Ja, klar. Auf dich, Maria. Auf uns. Alles Gute. Bertram. Liebling. Ach, geh doch endlich dran. Bist du immer noch in der Praxis? Man braucht doch keine 6 Stunden, um ein Gebiss zu reparieren. Danke, dass du gleich gekommen bist. Wir sind doch Freunde, oder sind wir Freunde? Also, Dani, schieß los. Ich war heute bei Sören. Der ist in die Knie gegangen, weil er deine Kündigung bitter bereut. Nein. Gib ihm 1 Woche, maximal 10 Tage. Es ist vorbei, Martin. Der Verlag will mich nicht mehr. Ich bin wirklich fassungslos. Diese Branche ist so undankbar. Ich meine, wie viele Jahre hast du für die AINA gearbeitet? 15. 15 Jahre. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Alles, was du willst. Ich brauche Geld. Wie viel? 10.000. Ist das ein Problem? Nein, nur viel Geld. Ja, Martin, ich bin mit der Miete und den laufenden Zahlungen 3 Monate im Rückstand. Und die Bank gewährt dir doch ohne Arbeit kein Darlehen mehr. Ich weiß, was ich dir schulde, Dani. Du hast mir einen super Job vermittelt.
Ich habe dich überhaupt erst ins Geschäft gebracht. Es tut mir leid, ich kann dir keine 10 Riesen pumpen. Du lässt mich sitzen. Wir hatten eine echt schöne Zeit, Dani, aber vorbei ist vorbei. Ach, shit, ich komme zu spät. Mach's gut, Dani. Dieser kleine Paparazzo. Menschen. Komm. Mach bloß keinen Unsinn. Komm sofort. Es geht um Julie. Warum? Warum? Bertram ist ein Egoist, wie alle Männer. Und er hatte schon immer einen Minderwertigkeitskomplex. Quäl dich nicht mit Fragen, mein Engel. Es wird sicher alles wieder gut. Nein. Bertram will diese... Schlampe. Er will sie heiraten! Nicht doch. Bertram liebt dich. Er würde dich nie verlassen. Was habe ich denn falsch gemacht? Du? Gar nichts. Du hast überhaupt nichts falsch gemacht, außer dass du Bertram geheiratet hast. Schon als Kind konnte sie immer einschlafen, egal was vorher war. Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt? Der Verlag hat mir gekündigt und ich habe noch nichts Neues in Aussicht. Ich muss meine Wohnung aufgeben, Maria. Oh, Dana, nicht verzweifeln. Du hast noch immer deinen Weg gefunden. Es gibt sicher eine Lösung. Und wenn du willst, dann bleibst du erst mal hier. Dein altes Zimmer ist zwar etwas unaufgeräumt. Das war's bei mir doch immer. Das ist auch dein Zuhause, Dana. Danke. Sicher nur vorübergehend. Tut mir wirklich leid für dich. Ich fall schon wieder auf die Füße. Veronika, könnte ich bitte noch einen Marmeladentoast haben? Mit Diätmarmelade. In dieser Zeit, wir essen gleich Mittag. Es ist 11 Uhr.
Frau Maria und ich sind schon seit 6 Uhr früh auf den Beinen. Wenn du Geld brauchst, ich könnte Bertram fragen. Bloß nicht. Der wäre der Letzte. Moment. Wie konnte er nur? Julie, bitte nicht schon wieder. Ich muss aber. Die ist Spindeldörr, blutjung und riesengroß. Stil hatte Bertram noch nie. Das sagst ausgerechnet du. Bitte? Du hattest doch auch immer jüngere Freunde. Also, du kannst mich doch nicht mit Bertram vergleichen. Warum nicht? Weil Bertram mit dir verheiratet ist und überhaupt. Julie, Telefon für dich. Bertram. Ich will nicht. Ich rede mit ihm. Nein, bitte nicht du, Dana. Ja? Ja, es geht dir gut. Den Umständen entsprechend. Ich denke, ja. Er will dich sprechen. Julie, er hat dich die ganze Nacht gesucht. Ja? Ich hab's gewusst. Bertram liebt sie. Es wird alles wieder gut. Bertram will die Scheidung. Der Mistkerl. Dafür soll er bluten. Unmöglich. Das würde Julie niemals tun. Lieber Bertram, als dein Freund und Anwalt bin ich natürlich auf deiner Seite. Aber wir müssen die Fakten konfrontieren. Nicht Julie hat dich betrogen, sondern umgekehrt. Und nicht sie will die Scheidung, sondern du. Trotzdem, sie kann mich nicht einfach aus meinem Haus werfen. Doch, doch, kann sie. Und nicht nur das. Sie kann noch viel mehr. Deine Frau wird von dem besten Scheidungsanwalt der Stadt vertreten. Ja, was soll ich jetzt tun? Koffer packen. Die einstweilige Verfügung lässt dir keine andere Wahl. Na bitte. Und? Geht's dir nicht gleich besser? Nein. Wo fährt er jetzt hin? Das soll dir egal sein. Wahrscheinlich zu dieser. Julie, bitte. Er ist keine einzige Träne wert. Was weißt denn du? Ich bin seit 30 Jahren mit ihm verheiratet. Wir haben 2 Kinder zusammen und Enkel und. Dana, was ist los mit dir? Was soll sein? Also gut. Ich habe alle meine Kontakte mobilisiert, aber nichts. Und du weißt ja, sparen war nie mein Ding. Ich kann dir auch nicht helfen. Ich bin leider selbst sehr knapp. Und Henriks Erbe? Dein Mann hat dir doch ein Vermögen hinterlassen. Ja, aber ich habe den größten Teil seiner Kunstsammlung dem Staatsmuseum als ständige Leihgabe überlassen. Und das Antiquitätengeschäft läuft schleppend. Man lässt nur noch restaurieren.
Du bist mir keine Rechenschaft schuldig, Maria. Ja, ich muss ja nun morgen meine Wohnung räumen. Kann ich meine Sachen hier unterstellen? Ich meine, nur vorübergehend, natürlich. Aber selbstverständlich. Oh, Dana. Vorsicht! Das ist ein Schrank mit italienischen Intarsien. Erinnerung an unsere Nächte in Italien. Hallo, Dana. Wir kamen nie bis Italien. Dein Motorroller fiel schon vor dem Brenner auseinander. Aber Dana, das ist doch ewig her. Nehmen Sie mir das Malheur immer noch übel, ja? Es ist so lange her. Dieses Malheur ist mir völlig schnuppe. Füße abputzen! Wo soll das Klavier hin? Ein Klavier? Ins Wohnzimmer. Robert ist da, er wartet im Kaminzimmer. Danke. Hallo, Robert. Hey, Mama. Du siehst müde aus, mein Junge. Es war einfach nur ein bisschen viel Arbeit in letzter Zeit. Übernimm dich nicht, Robert. Du solltest dich jetzt wirklich in aller Ruhe auf dein Examen konzentrieren. Ja. Was ist los? Nichts. Du hast ja recht. Ja, kann ich dir vielleicht helfen? Ach, Mama. Du hast mir schon so viel geholfen. Ja, was ist denn? Nichts, alles okay. Das heißt, eine Bitte hätte ich noch. Ja? Ich bräuchte noch eine Unterschrift von dir. Wegen der Bürgschaft. Nur pro forma. Aber natürlich. Hier unten rechts. Mhm. Kommen erstmal runter in den Keller. Die Koffer tragen Sie bitte in den ersten Stock. Bist du hier angewachsen? Ich wohne hier ums Eck. Und der Bäcker da drüben hat immer noch die besten Brezen. Soll ich dir helfen? Danke. Ich bin die letzten Jahre gut allein zurechtgekommen. Dana, komm, ich helfe dir. Danke, das ist aber nett. Hans, grüß dich. Willst du später auf einen Kaffee bei uns vorbeikommen? Ja, gerne. Ich bin total geschockt. Diese Nina ist gerade mal 2 Jahre älter als ich. Gib sie mir mal den Pullover, Olli Härte. Ich konnte mich nicht mal richtig über den neuen Job freuen. Solltest du aber. Ich bin übrigens sehr stolz auf dich, Spätzchen. Danke. Wenn's eng wird, kann ich dir doch mal die Kinder vorbeischicken, oder? Weißt du doch. Ich bin immer für euch da. Jetzt wo Papa und du... Ich kann das noch gar nicht fassen. Was sagt eigentlich Philipp dazu? Dein Bruder legt gerade eine neue Pipeline mitten durch die nubische Wüste. Für den hast du immer eine Entschuldigung parat. In einer Situation wie dieser sollte er dir zur Seite stehen. Wozu? Um dir Ratschläge zu geben, dich zu trösten. Das besorgen meine Schwestern. Tante Maria und Dana gehören aber nicht zur Familie. Also, jetzt nicht im engeren Sinne, meine ich. Ich will dir mal was sagen, Viola. Bei aller Liebe für dich, deinen Bruder und meine 2 entzückenden Enkelsöhne. Wenn mir jemand Familie ist, dann meine 2 Schwestern. Und zwar durchaus im engeren Sinn. Schon gut. Reg dich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Ich habe nur was klargestellt. Veronika, wir bekommen Besuch. Wo sind denn die Pralinen, die ich gestern gekauft habe? Das sollten Sie Frau Jolie fragen. Die huscht hier nachts im Haus rum und bringt meine ganze Küche durcheinander. Das sind Sie ja. Jolie mal wieder. Macht ja
So geht das nicht weiter. Später. Wir reden später darüber, ja? Vielen Dank, dass du mich mitnimmst, Cousine. Keine Frage, Cousin. Wir sehen uns doch eh viel zu selten. Tschüss, mein Spätzchen. Dann mal noch. Bye, Mama. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Fährst du? Wer sonst? Tschüss. Tschüss. Lassen Sie nur. Die bringe ich selbst rein. Dana, rat mal, wer uns gleich besucht. Der Wellenreiter, ich weiß schon. Hans hat seine Segelschule in Spanien verkauft. Ah. Stell dir vor, er hatte Heimweh. Mit einem Bein in der Gruft wird jeder sentimental. Er ist genauso alt wie du. Und sieht immer noch großartig aus. Ja, er ist intelligent, gebildet, charmant. Schick mich doch gleich zur Brautschau ins Seniorenheim. Aber an dir ist das Alter spurlos vorbeigegangen, Dana. Hallo, die Damen, Maria. Danke. Hallo, Hans. Dana, du siehst fantastisch aus. Alter Spötter. Julie, hilfst du mir? Die Pflanze braucht dringend Wasser. Julie! Bis gleich. Sie sind zauberhaft, deine Schwester. Allerdings. Sie versuchen immer noch bemüht, diskret uns zu verkuppeln. Weißt du, was mir in Spanien am meisten gefehlt hat? Das war die bayerische Küche und deine Kratzbürstigkeit. Und mir fehlte dein Charme. Welcher Mann nennt die Frau seines Herzens schon in einem Atemzug mit Schweinsbraten und Knödel? Veronika, machen Sie uns bitte einen Tee? Hans trinkt nur Kaffee. Und für mich bitte einen frisch gepressten Orangensaft. Also dann bitte Tee und Kaffee. Frau Maria, ich muss Sie sprechen. Später. Nein, jetzt! Den ganzen Tag, von morgens bis abends, heißt es immer nur, Veronika, mach mal dies, Veronika, mach mal das. Jeden Abend muss ich dreimal kochen, weil sie kein Fleisch essen, Frau Dana aber ihr Steak braucht und Frau Julie hält Diät. Aber nicht nur eine Diät, die macht alle 12 Stunden eine andere, eine neue Diät. Aber heimlich, ja, da ist die Kuchen, Kekse, Schokolade, alles, was ihr in die Finger fällt. Und dann die Wäsche. Wissen Sie eigentlich, was Frau Dana unter ihrem Kleid trägt? Diese Apparaturen, die kann man nicht in die Maschine stecken. Die muss ich mit der Hand waschen. Veronika, bitte. Es ist doch nur vorübergehend. Nein, das ist mir zu lange. Ich kündige. Das tut mir leid. Sie werden mir sehr fehlen. Dann sollten Sie versuchen, mich zurückzuhalten. Ich kann Sie doch nicht zwingen. Aber Sie könnten mich vielleicht überreden. Gerne. Und wie? Ich verrate es Ihnen. Erstens, das Mittagessen. Nur ein Gericht und keine Extras. Gut, versprochen. Liebe Dana, hat es mich sehr gefreut, nach all der Zeit von dir zu hören. Tut es mir aufrichtig leid, dir mitteilen zu müssen, dass ich dir momentan keine Stelle anbieten kann. Mist! Julie, ich krieg Depressionen, wenn ich dich so sehe. Wo ist Maria? Sie macht Yoga. Und produziert dabei Geräusche, als würde sie einen Porno synchronisieren. Du bist gemein. Maria ist ein Engel, die beste von uns allen. Du bist ja wirklich am Boden. Komm, lass uns rausgehen. Keine Lust. Hast du Frust, Frust, Frust? Ach, lass mich in Ruhe. Bring ich dir die Schuhe, Schuhe, Schuhe. Hör doch auf mit dem Kinderkram. Und dann gehen wir aus, aus, aus. Das verloren. Reimt sich nicht. Dann darfst du bestimmen. Theater oder Kino? Also ich bin fürs Kino. Also gut. Aber nur in einem Zeichentrickfilm. Hallo, ihr beiden. Hallo, Hans.
er schon wieder. Frag ihn bloß nicht, ob er mitkommt. Schon gut. Wollt ihr Maria ein Buch vorbeibringen? Über heimische Kräuter in Wald und Wiesen? Nein, über tantrische Liebeskunst. Willst du es auch lesen? Eigentlich wollte ich dich fragen, ob du mit uns ins Kino gehst. Das ist kein Film für Hans. Ich habe heute Abend sowieso keine Zeit. Ich aber hatte eine liebe Freundin, ich muss kochen. Was kochst du denn? Spargelrisotto mit Rucola-Salat. Danas Lieblingsessen. Ach ja? So genau wollten wir es gar nicht wissen. Wir kommen zu spät. Schönen Abend. Viel Spaß, ihr beiden. Spargelrisotto mit Rucola-Salat. Eine liebe Freundin, die alte Schachtel möchte ich gerne sehen. Wir können sie ja ausspionieren. Und ich wette, die alte Schachtel ist wahrscheinlich äußerst attraktiv und wahrscheinlich gar nicht so alt. Steig ein und geh mir nicht auf die Nerven. Sie sind nun völlig entspannt. Arme. Beine. Becken. Stirn. Ihr ganzer Körper ist völlig entspannt. Sie spüren nur Ihren Atem, der ein- und ausgeht. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Sie spüren und hören nichts außer Ihrem Atem. Veronika, was machen Sie denn da? Ich repariere Ihr Feng Shui. Das hat Frau Dana völlig ruiniert. Die hat das Klavier mitten ins Qi gestellt und ihre verkrüppelten Pflanzen blockieren die Ecke der Freundschaft. Alle positiven Vibrationen. Futsch und aus. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir stellen das Klavier ins Bagua der Familie. Und wie dieser kleine, niedliche Blechzahn die Augen gerollt und sich mit dieser Kampfmaschine aufgebaut hat. Ja, dann war der so nicht komisch. Und wie dieser Roboter die Freunde in die Luft gepauft hat, um sie alle gleichzeitig zu umarmen. Ich habe mir vor langem fast in die Hosen gemacht. Komm, lass uns noch was trinken. Oh, toll, das machen wir. Einen Whisky. Ja, und für mich bitte einen, Orangensaft. Oh nein, einen roten. Jetzt muss aber mich mal das los. Robert vermisst deinen Vater immer noch sehr. Mit mir spricht er ja nicht darüber. Weil er sie nicht belasten will. Aber Sie würden es mir doch sagen, nicht wahr, Veronika? Ich meine, wenn Robert Hilfe braucht. Natürlich. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Das geht dich auch nichts an. Wann hattest du das letzte Mal? Ich meine, wann warst du das letzte Mal verliebt? Vor 17 Jahren. Und in wen? Das geht dich auch nichts an. Hab ich. Das heißt, Bertram hat dich beinahe nicht erkannt. Diese Schlampe! Sie zwingt ihn, sich so anzuziehen. Er ist erwachsen, Julie, und weiß genau, was er tut. Was kommt als nächstes? Wahrscheinlich wird er sich Fett absaugen, das Doppelkinn liften lassen. Oh Gott, mir wird schlecht. Es ist so demütigend.
Mein Mann macht sich zum Affen für eine hergelaufene. Schlampe! Gut, Judy, lass die Wut raus! Prima! Super! Ich hätte nie gedacht, dass ich so über meinen Schatten springen kann. Zum 476. Mal, das war okay. Maria, stell dir vor, wir haben Bertram getroffen. Mit dieser Schlampe. Und was ist passiert, Julie? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Julie ist völlig ausgeflippt. Oh. Wie bei ihrem 11. Geburtstag. Weißt du noch? Ja. Ich sollte Zöpfe tragen mit riesigen Schleifen und dazu dieses schreckliche rosa Kleid. Mein Gott, ich habe mich ja so geschämt. Ja, und in deinem gerechten Zorn hast du erst mal das rosa Kleid in Streifen geschnitten und dann die Zöpfe ab, bis zu den Haarwurzeln. Mama ist fast in Ohnmacht gefallen. Aber ich habe die Strafe bekommen, wie immer. Obwohl du Julie dazu angestiftet hast. Aha. Maria, was soll das? Willst du uns die gute Laune verderben? Nein. Aber ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass Veronika und ich dein Zeug hier aufgeräumt haben, während du im Kino warst. Das ist wieder typisch. Kaum amüsieren wir uns mal, schießt unser Moralapostel quer. Dana, nicht. Du machst es dir wieder mal sehr bequem. Ich? Wer thront denn hier wie die Königin von Saba? Seit Ewigkeiten wohnst du hier allein in dem Haus, obwohl es Julie und mir genauso gehört. Was soll das, Dana? Papa hat uns eine Bruchbude hinterlassen nach Mamas Tod. Maria hat die Villa renoviert. Sie hat als einzige von uns Geld und Arbeit in dieses Haus gesteckt und es zu dem gemacht, was es heute ist. Schon gut, Julie, beruhige dich. Ich bin ganz ruhig. Was willst du, Dana? Verkaufen? Das Haus? Verkaufen? Was sonst? Mein Gott, ich habe euch nicht um eine Organspende gebeten. Du willst also, dass ich mein Heim verlasse? Werd jetzt nicht theatralisch, Maria. Maria hat recht, du bist sowas von egozentrisch. Und bequem. Das sagt die Richtige. Du hast es dir doch jahrelang super bequem gemacht in deiner Spießeridylle. Dana, hör auf! Deine Arroganz ist widerlich. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nicht mehr. Ich habe deine Selbstgerechtigkeit sowas von satt. Auf dieser Ebene kriegst du mich nicht. Gute Nacht. Klar, versteck dich in deinem Spiritistenzimmer und spiel weiter die trauernde Witwe. Halt endlich die Klappe, Dana! Verdammt. Musste das sein? Ich brauche einfach einen Job. Dringend. Ich weiß. Und ich habe da vielleicht schon eine Idee. Ihre Schwester hat Ihnen sicher erzählt, dass wir uns über meine Frau kennen. Ja, Julie und ihre werte Gattin haben etliche Benefizveranstaltungen gemeinsam ausgerichtet. Mit beachtlichem Erfolg. Ja, Julie hat dafür ein goldenes Händchen. Gehen wir in Medias Res, Frau Weber. Nennen Sie mich Dana. Ihre Vita ist beeindruckend, Dana. Danke. Ihre aktuellen Arbeitsproben leider nicht. Ich war Chefredakteurin, die letzten 15 Jahre. Sie haben nicht mehr selbst geschrieben, sondern Artikel nur noch redigiert. Ja. Nun, hier bin ich der Chefredakteur. Das heißt, Sie schreiben, ich redigiere. Okay, okay. Ihr Ressort, Heim und Familie. Ich bin eher spezialisiert auf Kultur und Gesellschaft. Bis morgen 17.15 Uhr erwarte ich Ihren ersten Beitrag. Und bei dem Thema Familie lege ich besonderen Wert auf emotionale Wahrhaftigkeit. Ich schreibe auch über Sport. Sogar über Fußball. Sie haben 3 Wochen Probezeit. Willkommen im Team. Gibt's was zu feiern? Ich musste mich jedes Mal zu Tode erschrecken. Champagner, meine Marke, da komme ich doch gern. Jetzt lädst du dich schon selber ein, ne? Das spreche ich dir doch aus dem Herzen, oder? Nein, aber ich fürchte, ich werde dich nicht aufhalten können zu kommen. Nein, vergiss mich gut. Gut, Robert, in einer Stunde.
Auf dem Markt, okay? Mhm. Okay, bis gleich, Julie. Ach, ich brauche Platz im Eisschrank. Sie haben den Job? Mhm. Gratuliere, Dana. Danke. Und ich weiß auch schon, wie ich mich revanchiere. Bertram wird seine Affäre mit dieser Schlampe weiter bereuen. Du hast einen Plan? Ich habe recherchiert. Unsere Schlampe hat hochfliegende Pläne. Und dann? Ja, wie man sich halt so kennt aus Nürnberg. Das. Wieso hast du dich überhaupt auf diesen Gruber eingelassen? Ja, weil ich endlich mal beweisen wollte, dass ich mein Geld selber verdienen kann. Klaus Gruber hat ein super Geschäft vorgeschlagen, das absolut korrekt und sehr erfolgreich schien. Was denn für ein Geschäft? Gruber hat mir scheinbar preiswert zwei Häuser in bester Lage vermittelt. In Provision natürlich. Die seine Baufirma luxuriös sanieren und ich dann teuer weiterverkaufen sollte. Mhm. Den Gewinn wollten wir uns teilen, Klaus und ich. Ja und, was ist schiefgegangen? Die Häuser waren doch viel baufälliger, als ich dachte. Ich hätte ein Vermögen in sie investieren müssen. Deswegen war ich gezwungen, sie sofort wieder zu verkaufen. Diesmal für einen Spottpreis. Stopp, Veronika! Ach, hallo. Woher hattest du überhaupt das Geld, um die Häuser zu kaufen? Die Bank hat mir einen Kredit gebilligt. So eine Riesensumme? Hallo, Veronika. Hallo. Drei Pfund Tomaten und zwei Gurken, bitte. Und das. Mama hat für mich gebürgt. Was? Mama hat für mich gebürgt. Mit ihrem Haus und ihrem Laden. Ach, du Scheiße. Gruber hat mir hoch und heilig versprochen, das finanzielle Risiko mitzutragen. Ansonsten hätte ich mich nie auf den Deal eingelassen. 57. Aber jetzt weiß er jede Verantwortung von sich. Er verlangt sogar, dass ich die Provision auf den Cent genau bezahle. Wie viel schuldest du diesem Betrüger? 40.000. Und der Bank? Nochmal 160.000. Mit der Bank, denke ich, kann ich reden, aber Gruber ist das Problem. Er setzt mich unter Druck. Wenn ich nicht binnen zwei Wochen bezahle, dann droht er mir mit einem Prozess. Und was das bedeutet? Das Haus. Deine Mutter wird das Haus verlieren. Ja. Du musst es deiner Mutter sagen. Ach, Froni, ich kann mit meiner Mutter nicht sprechen. Ich muss eine andere Lösung finden. Robert, ich mag dich wirklich gern, aber das schaffst du doch nicht alleine. Du brauchst jemanden, der mit allen Wassern gewaschen ist. So ein cleveren, kühlen Kopf, der es faustdick hinter den Ohren hat. Sprich mit deiner Tante Dana. Hm? Ein schönes Stück. Hm? War noch viel Arbeit. Mhm. Aber du bist ja begabt, ne? Das ist Danas alter Schreibtisch. Ich arbeite ihn auf. Aber verdient hat sie es eigentlich nicht. Habt ihr Streit? Ja. Wir sind halt sehr verschieden. Ja. Dana ist ein Dickschädel. Aber mit Verlaub, dich hält ja auch keine Büffelherde auf, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast. Ja, da hast du auch wieder recht. Schön, dass du wieder da bist. Dana findet es nicht. Was hat sie denn nicht gegen mich? Sie war verliebt. Sehr sogar. Ich auch? Tja, aber du bist fortgegangen. Sie hat mich verlassen. Sie hatte gehofft, du machst Karriere als Jurist in München. Und deine Chancen standen hier auch glänzend. Ich wollte eben eine Segelschule im Süden. Mit Dana. Du hast deinen Traum verwirklicht. Zum Teil jedenfalls. Na ja, wer weiß. Hilfst du mir später den Schreibtisch hochtragen? Ja, natürlich. Maria, nicht nur Dana. Ihr alle drei habt mir gefehlt. Jetzt sollt ihr nur noch entspannen und genießen. Wer nämlich braucht, dann klingelt, okay? Okay, danke. Ist es nicht göttlich? Und gleich wird's noch besser. Wie heißt noch mal unsere Schwabinger Schlampe, Schwabinger Hoffnung im bundesweiten Sangeswettbewerb? La, 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 la.
Musik. Och, Tiger, hey. Aber ich brauche sie doch als Vorbereitung für den Wettbewerb. Das verstehst du doch, oder? Kann nicht bei dieser Musik. Hallo? Mein Name ist Dana Weber. Ich arbeite für das Magazin Im Leben. Spreche ich mit Nina Wuttke, dem Schwabinger Sperling und der Münchner Kandidatin für den Nationalstar Prix? Ja, klar bin ich das, wer denn sonst? Aber eigentlich komme ich aus Wenden, das ist in Thüringen. Aber ich trete gerne für Bayern an. Eins, zwei, super! Oder? Wir hätten gerne ein Exklusivinterview. Ein Exklusivinterview? Mit Fotoshooting. Natürlich im Bikini. Mit Fotoshooting? Welche Größe haben Sie? Ja, natürlich in Bikini, in Größe 36. Und wenn ich meine Tage habe, dann 36,5 PMS. Sie wissen schon, oder? Wir machen eine Home-Story. Eine Home-Story? Bei mir zu Hause? Bei Ihnen zu Hause, ja. Passt Ihnen Montag 16 Uhr? Super, bis dann, Frau Weber. Bis dann. Tiger, hast du gehört? Mein erstes Interview. Sie hat's geschluckt. Mit Fotoshooting, yippie. Ein Fotoshooting in Ihrer Wohnung. Was ist, Tiger? Freust du dich nicht? Was ist, Julie? Freust du dich nicht? Ich weiß ja, wer dahinter steckt. Bertram weiß doch, wer du bist. Eine berühmte Journalistin. Na und? Die Schwester meiner Frau. Sie will das Interview um jeden Preis. Ich will das Interview um jeden Preis. Ach, du verdirbst mir echt jeden Spaß. Ach, Schnurzel. Wenn es dir so wichtig ist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ivo, ich danke für den Tipp. Es war fantastisch. Schade, dass Maria nicht dabei war. Die alte Spaßbremse. Du tust Maria Unrecht und das weißt du ganz genau. Schau sie dir an. In Maria steckt so viel Liebe und Lebensfreude. Du meinst also, ich müsste mich für den Streit entschuldigen. Wie immer. Mhm. Julie? Ich bin's, Robert. Das ist eine Überraschung. Es tut mir leid, dass ich dich störe. Komm rein. Vor allem um diese Uhrzeit. Aber ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe, Julie. Ich komme. Froni, wir brauchen Sie. Bin gleich bei Ihnen, Frau Dana. Fakt ist, wenn Robert diesen Gruber auszahlen muss, dann wird Marias Bürgschaft fällig. Und das bedeutet, Maria muss das Haus verkaufen. Klaus Gruber aus Nürnberg. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Er war letztes Jahr ständig in den Klatschspalten. Wegen seiner Affäre mit Lucille Bajou. Die Erbin dieser großen Autofirma. Natürlich, jetzt erinnere ich mich wieder. Ich kenne Lucilles Cousine, eine ganz reizende Person. Wir haben zusammen 3 Benefizkonzerte organisiert. Oh Gott, sie und die ganze Familie waren heilfroh, als ich Lucille von diesem Gruber wieder trennte. Und was weißt du über ihn? Klaus Gruber, das ist ein Parvenu par excellence, der nur einen großen Wunsch hat. Er will ganz nach oben. Ja.
an die Spitze der Gesellschaft. Und um zur Haute Volée zu gehören, ist ihm kein Aufwand zu viel, nicht zu teuer. Und jedes Mittel recht. Wie konntest du dich nur auf so jemanden einlassen? Diesen Typ muss man bei seiner Eitelkeit packen. Mit den eigenen Methoden schlagen. Richtig. Man müsste ihn um genau die Summe prellen, um die er Robert betrogen hat. Frau Julie? Naja, vielleicht nicht um den ganzen Betrag, aber mindestens um die Hälfte. Klingt so, als hättest du schon eine Idee. Vage noch, aber ausbaufähig. Allerdings bräuchten wir dazu die Hilfe einer professionellen Restauratorin. Maria? Mama? Nein, die müssen wir außen vor lassen. Ach, sei nicht naiv, Robert. Irgendwann wird sie ohnehin alles erfahren. Und ich sende das Licht meines Herzens über die Stadt, in der ich lebe. Mögen alle Menschen glücklich sein. Amen. Robert. Hallo, Mama. Veronika. Morgen, Frau Maria. Julie. Guten Morgen, Maria. Was macht ihr denn alle hier? Wir wollen alle mit dir frühstücken. Oh. Im Grunde ist es nur ein kleiner Schritt, Maria. Du brauchst dich nur von dem alten Plunder hier zu trennen. Der alte Plunder ist das Erbe unserer Eltern. Ich verzichte gerne drauf. Ich habe noch nie was draus gemacht. Von wegen kleiner Schritt. Es gibt keine gerechte Strafe. Was ihr vorhabt, ist Betrug. Im engeren Sinne vielleicht, aber nicht in einem universellen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Erklärt ihr es meiner Schwester. Mama, dieser Typ hat mich skrupellos über den Tisch gezogen. Sich als mein Freund ausgegeben und mein Vertrauen missbraucht mit dem einzigen Ziel, sich an mir zu bereichern. Frau Maria, es geht um Ihre Existenz, um Ihr Geschäft und Ihr Haus. Unser Haus? Wenn Sie jetzt nicht handeln, verlieren Sie alles. Ich könnte Bertrams Konto abräumen. Aber das wären auch nicht mehr als 20, maximal 25.000. Alles andere ist fest angelegt. Es geht doch auch um Roberts Zukunft. Kommt es zum Prozess, ist er beruflich erledigt. Ich werde darüber nachdenken. Gib mir etwas Zeit. Störe ich? Komm nur rein. Tut mir leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Ich hoffe, du kannst mir noch mal verzeihen. Ich bin deine Mutter, Robert. Und ich liebe dich von ganzem Herzen. Und deshalb gibt es nichts, was ich dir nicht verzeihen könnte. Und trotzdem bin ich stinksauer, verdammt noch mal. Mama. Wie konntest du mich nur so hintergehen? Du hast mein Vertrauen schamlos ausgenützt und mich die ganze Zeit glauben lassen, alles sei in bester Ordnung. Und dabei ruinierst du systematisch deine und meine Existenz. Mama, wie konntest du nur, Robert? Wie konntest du mich nur so belügen? Wie konntest du nur so schrecklich dämlich sein? Ist schon gut. Ich liebe dich, auch wenn du kein Genie bist. Hier ist noch ein Brief für dich. Von Dana. Danke. Gefällt er dir? Mein
Ein alter Schreibtisch. Den habe ich hochgeschleppt. Hübsch. Danke. Bitte. Möchtest du mit mir... Ja. Essen gehen? Wann? Wann? Ich bin im Moment dicht mit Terminen. Ich habe einen neuen Job. Oh? Ich muss gehen. Dana, ich halte Sie für eloquent, humorvoll und begabt. Danke. Leider verleugnen Sie in Ihren Artikeln jegliches Talent. Diesen völlig uninspirierten Text kann und will ich nicht drucken. Ich hab Ihnen doch gesagt, Heim und Familie, das ist einfach nicht mein Ding. Ich rate Ihnen, machen Sie es dazu. Hallo Martin, ich... Danke, super geht's mir. Ich wollte dich nur an unsere Verabredung heute Nachmittag erinnern. Super, ich freue mich auch. Hoffentlich funktioniert dein Plan. Sei versichert. Mein Plan wird funktionieren. Dani, schön, dich zu sehen. Du siehst blendend aus. Dito, mein Schatz. Danke für den Job. Wir sind doch Freunde, oder? Sind wir Freunde? Nina Wuttke? Klar, wer sonst? Ich bin Dana. Nina, darf ich Ihnen unseren Fotografen Martin Hofer vorstellen? Ja. Kommen Sie doch rein. Ich bin sicher, ihr beide werdet euch blendend verstehen. Und? Es liegt wie geschmiert. Ich wusste doch, dass diese Kombination stärker wirkt als jedes Aphrodisiakum. Dumm und schön trifft dumm und schön. Die Rechnung muss aufgehen. Und sechs platzt die Bombe. Hoffentlich hat er seine Tabletten dabei. Jetzt bin ich nur noch gespannt, wie sich Maria entschieden hat. Und, was glaubst du? Keine Ahnung. Maria ist der einzige Mensch auf der Welt, bei der ich keine Prognosen wage. Rache ist kein Konzept, das sich jemals bewährt hätte. Weder moralisch noch materiell. Also bist du nicht dabei? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe deinen Brief gelesen, Dana. Und? Abgesehen davon, dass er meisterlich geschrieben ist, hat er mich sehr berührt.
Ich ahnte schon, dass es für dich sehr schwer war. Vielleicht warst du einfach eifersüchtig, als Robert geboren wurde. Weißt du, ich habe in meinem Leben nie so was Perfektes hinbekommen wie Robert. Er kam aus dir raus, ganz vollendet, mit 5 Fingern an jeder Hand. Und er hatte einen Nabel ganz genau da, wo er hingehört, in der Mitte von seinem entzückenden kleinen Babybauch. Du warst einfach immer besser und weiter und vollkommener als ich. Aber Blödsinn. Dana, du warst immer mein Vorbild. Dein Mut, deine Frechheit, dein Talent. Ach, Talent. Mein Chef hat mir gerade erklärt, dass ich keins habe. Ach, das glaubst du doch selber nicht. Was ich glaube, ist völlig egal. Bald läuft die Probezeit ab und ich bin sicher, dass ich diesen Job wieder verliere. Heim und Familie. Ich bin das einfach nicht. Dana, der Brief, den du mir geschrieben hast, ist doch genau das Thema. Emotional, ehrlich, brillant formuliert. Danke. Na ja, dann schreib doch was in dieser Art. Steh doch zu deinen Gefühlen. Ach, weißt du, Maria, der Brief an dich, das war doch einfach nur persönlich. Na ja, dann denk halt an mich, wenn du schreibst. Na komm schon, du kannst das doch. Also gut. Ich versuch's. Was ist jetzt mit Robert und seinem Problem? Bist du bei unseren Plänen dabei? Ich werde doch meine Familie nicht im Stich lassen. Na ja. Auf der Hilfe! Hans, wir brauchen dringend 2 kräftige Hände. Mon Dieu! Grandios, lieber Klaus Gruber. Wie und wo haben Sie dieses Kleinod nur aufgetan? Tja, Sie werden es nicht glauben, aber diese Hütte war ein absolutes Schnäppchen. Notverkauf, wegen eines Todesfalls. Die Pumpe, peng, bumm, aus. Verstehen Sie? Perfekt. Absolut perfekt. Bis auf dieses Interieur. Dafür haben Sie ja jetzt die beste Innenarchitektin der Stadt. Und Sie haben Glück, dass Frau Weber dieses Jahr überhaupt noch einen Termin frei hatte. Perfekt. Na bitte, da ist sie ja schon. Danke nochmal für deine Hilfe, Mama. Aber meinst du wirklich, dass wir diese Dinge überzeugend als Antiquität verkaufen können? Dass du jetzt erst deine Zweifel anmeldest, spricht für perfektes Timing. Ich vertraue meinen Schwestern absolut. Dieser Raum atmet jetzt schon die Atmosphäre von Louis XIV. Hier etablieren wir den Schreibtisch, le Bureau. Und dort drüben, gleich neben dem Bett, le boudoir. Das Klo steht mitten im Schlafzimmer? Das Boudoir war früher die Ankleide. Ach so. Es wird herrlich. Magnifique. Und wie viel soll mich die ganze Chose hier kosten? Geld sollte kein Thema sein. Das zerstört die Inspiration. Wie viel muss ich lönen, damit es hier aussieht wie vor der Französischen Revolution? Nun, das kommt ganz drauf an. Worauf? Ob Sie nur sich oder der Mätresse Ihres Herzens imponieren wollen. Ah. Sie glauben, Lucille Bergeau könnte dieser ganze Zinnober gefallen? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Lucilles Cousine und ich sind immerhin beste Freundinnen. Ja? Perfekt. Und dort drüben, gleich neben dem Bett, le boudoir. Wie? Das Klo steht mitten im Schlafzimmer. Und er hat sich wirklich bereit erklärt, den vollen Betrag zu zahlen? Bis auf den letzten Cent.
Das haben wir Julie zu verdanken. Gruber hat ein scharfes Auge auf unsere hübsche Großmutter geworfen. Quatsch. Vor allem ist er in seine Lucille verknallt. Na, besser gesagt, in das, was sie verkörpert. Zack, damit haben wir beim Kragen. Hoffentlich werden wir rechtzeitig fertig. Wir schaffen das schon. Besonders, weil Hans uns hilft. Wetter ist er auf dem Boot. Morgen! Dana! Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns mit den Möbeln hilfst. Und, Julie hat mir gestanden, dass ich meinen neuen Job der Tatsache, also auch der Tatsache verdanke, dass Friedrich Sommer dein Cousin ist. Ja, aber ganz entfernt verwandt. Nur ein Cousin dritten Grades. Außerdem ist der Frederik nicht korrumpierbar. Nein, nein, den Job verdankst du ganz allein deinen Fähigkeiten. Trinken wir einen Kaffee zusammen? Ja, ich muss zurück. Ich habe einen Termin mit deinem Cousin dritten Grades. Aber du bist doch nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um da wieder abzuhauen. Ich wollte mich bei dir bedanken. Ach so, ja. Und, hier. Danke. 60 Jahre alter Whisky, so was Gutes habe ich lange nicht mehr in der Hand gehabt. Den trinken wir zusammen, ja? Ich kann nichts versprechen. Kaum Zeit. Ich kann warten. Ich muss mit dir reden. Ich brauche das Geld nicht für mich, sondern um Maria aus einer Notsituation zu helfen. Kein Problem. Na, worüber willst du dann mit mir reden? Ach, Julie, es tut mir so leid, was ich dir angetan habe. Aber glaub mir, ich werde dafür bestraft. Hart. Sehr hart. Aber gerecht. Was denn passiert? Nina. Meine Sprechstundenhilfe, du weißt schon. Sie hat mich betrogen. Mit dem Fotografen deiner Schwester Dana. Nein. Doch. Ich habe die beiden mit eigenen Augen gesehen. In flagranti erwischt. Ich habe mich zum Narren gemacht, Julie. Ihre Probezeit läuft in Kürze ab. Ich bitte um die Chance, selber zu kündigen, bevor Sie mich rausschmeißen. Wer spricht von Kündigung? Ich biete Ihnen einen festen Vertrag. Zunächst auf 2 Jahre. Mit der Option auf Verlängerung. Über Ihr Gehalt werden wir uns schon einig. Ich habe Ihren Artikel gelesen. Großartig. Sehr emotional. Trifft mitten ins Herz. Von wegen, das Thema Heim und Familie liegt Ihnen nicht. Ab sofort schreiben Sie Ihre eigene Kolumne. Willkommen im Team.
Hallo! Ich habe einen festen Vertrag und eine eigene Kolumne. Gratuliere dann. Danke, Maria. Komm, Julie, trink mit. Ich habe auch Neuigkeiten. Bertram will die Scheidung zurückziehen. Oh, das ist ja wunderbar. Vorsicht. Er will, dass ich wieder nach Hause komme. Und? Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Natürlich nur, wenn es dir recht ist, dass ich noch eine Weile hier bleibe. Du kannst bleiben, solange du willst. Das ist doch auch dein Zuhause. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten. In 2 Tagen werden die Möbel abgeholt. Ich habe noch eine Neuigkeit. Was glaubst du, wer mich heute angerufen hat? Wer? Mein Ex-Chef. Er will mich unbedingt treffen. Danke, dass du mitgekommen bist. Das ist doch selbstverständlich. Bisher habe ich ja noch keinen Auftritt unseres kleinen Mozart versäumt. Stimmt. Wobei, ehrlich gesagt, war ich doch überrascht, dass er uns nun schon zum 5. Mal mit demselben Repertoire erfreut. Aber dafür hat unser Enkel zum ersten Mal das Stück fast fehlerfrei gespielt. Ich habe mit Viola gesprochen. Sie hat mich zuerst ziemlich beschimpft. Für Kinder ist es immer ein großer Schock, wenn die Eltern sich trennen wollen, egal wie alt sie sind. Ja. Jedenfalls, Viola wirkte sehr erleichtert, als ich ihr sagte, dass wir uns wieder versöhnt haben. Wir haben uns doch versöhnt. Bertram, noch vor einer Woche warst du mit dieser Warst du mit jemand anders zusammen? Es war das erste und einzige Mal in all den 30 Jahren. Das musst du mir wirklich glauben, Julie. Du erwartest doch hoffentlich weder Verständnis noch Dankbarkeit dafür, dass du mich nur einmal mit einer Frau betrogen hast. Nein. Doch, nein. Entschuldige, ich weiß. Mach's gut. Dir bloß keine Sorgen um mich. Bertram. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Neugier gehört nun mal zu unserem Metier. Ich gratuliere dir zu deiner eigenen Kolumne. Ach, das weiß ich selber erst seit gestern. Du kennst mich doch. Ich habe gute Kontakte. Aha. Danke, danke. Und soll ich nicht doch den Arzt rufen? Nein, nein, es geht schon. Du musst deine Tabletten regelmäßig nehmen. Ich weiß, ich vergesse es nur manchmal, seitdem du weg bist. Ich bin ziemlich durcheinander, Julie. Ich blicke täglich in den Spiegel und was ich da sehe, gefällt mir nicht. Ich werde alt. Das macht dich auch nicht jünger, wenn du dich mit Frauen einlässt, die deine Töchter sein könnten. Ja, ich weiß. Oh, wenn ich nur deine Gelassenheit hätte, Schatz. Du hast so eine natürliche Würde, mit den zwangsläufigen Prozessen des Lebens umzugehen. Ja, hast du. Was genau meinst du damit? Dass ich meinem alternden Ehemann treu bin, auch wenn Jüngere mir den Hof machen? Wer macht dir den Hof? Bitte. Reg dich nicht auf. Wie heißt der Kerl? Das ist rein theoretisch. Wirklich? Ja, schon. Also was heißt das, ja oder nein? Jetzt sei nicht kindisch, Bertram. Du hast mich betrogen, nicht umgekehrt. Zufall. Reiner Zufall. Du siehst viel besser aus als ich. Einfach wunderschön. Ja, immer schon. Ich gehe jetzt. Pass auf dich auf. Mach dir um mich keine Sorgen. Meinst du, ich sollte mir eine Transplantation? Nein. Ich
Julie. Ich liebe dich. Ich dich auch. Dana, ich will gar nicht lang drum herum reden. Unsere Tür steht dir jederzeit wieder offen. Dein Angebot ist wirklich reizvoll. Aber du hattest recht, Sören. Für eure Spielchen, da bin ich einfach zu alt. Mama, du bist großartig. Genial. Wir alle gemeinsam haben das geschafft. So, ich bin fertig. Vielen Dank, Hans, für deine Hilfe. Gerne. Willst du nicht zum Abendessen kommen? Du, ich will nur auf den See raus. Ich habe schon lange keine Nacht mehr auf dem Boot verbracht. Grüß mir die Julie und natürlich auch die Dana. Ja. Ohne dich läuft der Laden nicht. Sören hat mir von eurer Auseinandersetzung erzählt. Ja, kleine Meinungsverschiedenheit unter Freunden. Du legst doch ein gutes Wort für mich ein. Platzt sonst dein Auftrag über 30.000 Euro? Vielleicht. Ist doch egal. Aber es geht mir nicht um Geld, sondern um die menschliche Komponente. Freundschaft, verstehst du? Natürlich. Sören, du und ich, wir waren doch immer ein super Team. Beruflich und privat. Ach, hast du mit Sören auch gepoppt? Quatsch. Naja, einmal. Dana, es tut mir leid, dass ich mich neulich so blöd benommen habe. Ich stand unter Stress. Kennst du ja. Klar. Bei der Homestory mit Nina Wutke standst du da auch unter Stress? Was hat sie erzählt? Die kleine Schlampe. Dani, glaub ihr kein Wort. Für mich zählt nur eins. Freundschaft. Wenn du wieder Chefredakteurin im Verlag bist, wird's wieder wie früher. Ich habe den Vertrag nicht unterschrieben. Das ist ein Scherz, oder? Denk, was du willst. Mit dir werde ich nie wieder zusammenarbeiten. Aber ich bin doch dein Freund, Dani! Nein, das bist du nicht. Mit einem guten Tropfen die Happy Hour ein. Happy Hour? Entschuldige bitte, aber ich habe jetzt keine Zeit. Na klar. Bis dann. Entschuldige, es geht nicht immer nur nach deinem Kopf. Blöd von mir, einfach hier aufzukreuzen, mir einzubilden, ich sei willkommen. Gott sei Dank bin ich eine emanzipierte, eigenständige Frau, die keinen Kerl und schon gar keinen alten Kerl braucht, um sich im Leben zurechtzufinden. Was ist? No, Sir. Ich brauche niemanden, der sich als Beschützer aufspielen will. Und ich brauche auch deine Protektion. Alles, was ich erreicht habe, alles, was ich bin, habe ich mir selbst verdient. Ich komme allein klar. Ich kam immer allein klar. Yes, Sir. Ich brauche keine Hilfe. Ah! Hilf mir! Warme. Wie sehe ich aus? Großartig. Toll, super.
Danke, Veronika. Ich mache eine neue Diät. Kein Zucker, kein Koffein. Hoffentlich kommt Dana rechtzeitig. Ich war die ganze Nacht nicht zu Hause. Dana lässt uns nicht im Stich. Niemals. Da kommt er. Dich darf er nicht sehen. Also ganz ruhig. Nerven bewahren, ja? Geh rein. Guten Morgen, Herr Gruber. Schön, Sie zu sehen. Frau von Steuben, darf ich Ihnen Klaus Gruber vorstellen? Einen ebenso charmanten wie erfolgreichen Immobilienmakler aus Nürnberg. Gnädige Frau. Sehr erfreut. Ja, dito. Aber meine Zeit ist knapp und die meiner Möbel packe auch. Wenn Sie mir bitte folgen wollen, die Möbel stehen dort. Perfekt. Die Möbel sind erst vorgestern aus Frankreich eingetroffen. Frau von Steuben hat sie auf ihre Qualität und ihr Echtheitszertifikat eingehend geprüft. Sie wird Ihnen bestätigen. Es sind unglaublich schöne Unikate. Perfekt. Perfekt. Das sieht doch nach was aus. Wo ist denn meine Innenarchitektin? Frau Weber lässt sich entschuldigen. Ach, das ist aber schade. Ich wickle das Geschäft ungern ohne Sie ab. Haben Sie etwa kein Vertrauen zu mir? Ich arbeite seit 40 Jahren als Restauratorin. Ah. Und genauso lange handle ich mit Antiquitäten. Auch und vor allem im Auftrag des Bayerischen Kultusministeriums. Ah, perfekt. Perfekt. Meine Damen, voilà. 40.000 Euro in bar. Wie gewünscht. Ah, perfekt. Ja, vorsichtig, heiß und fertig. Wir sind spät dran. Und? In der Ruhe des Alters liegt die Kraft der Weisheit. Weisheit? Ich hab verstanden. Komm, Fatsu. Jetzt habe ich meine Lesebrille vergessen. Dann nimm meine. Was? Du brauchst eine Brille. Seit wann? Frage nicht. Es war uns ein Vergnügen. Dito, meine Damen. Scheiße, was ist das denn? Alles gut. Nichts passiert. Wissen Sie das? Das ist doch frische Farbe. Firnis. Lack, der letzte Schliff. Lack, Firnis? Was? Das sind doch Originale. Was muss denn da noch geschliffen werden? Herr Gruber, bitte. Na, bitte. Von wegen französische Revolution, das ist Baumarkt, drittes Jahrtausend. Wir können Ihnen alles erklären. Sie wollen mich wohl verarschen? So früh können Sie gar nicht aufstehen. Ich zeige Sie an. Sie beide und Ihre Innenarchitektin. Nein, Klaus, das wirst du nicht. Wen haben wir denn hier? Robert. Na klar. Von Steuben. Der Laden hier gehört deiner Mutter. Ich allein bin für alles verantwortlich. Sonst niemand. Ihr werdet alle einsetzen. Das ist Betrug. Das ist schwerer Betrug. Das ist Kapitalverbrechen. Also übertreiben Sie aber nicht, Herr Gruber. Guten Tag. Mein Name ist Hans Sommer. Ich bin Anwalt. Freund der Familie. Und des Justizministers. Und ich kenne die Queen persönlich. Also Tatsache ist, Herr Gruber, Sie haben betrogen. Was? Sind wir denn jetzt im Kindergarten? Robert hat genau gewusst, was er tut. Das ist Risiko. Mein Neffe hatte keine Ahnung. Ihr Neffe? Unser Neffe. Sie haben Robert mit gefälschten Gutachten geködert. Und das wird Ihre Mitarbeiter kaum erfreuen, wenn das publik wird. Sie wollen sich sicherlich einen Skandal ersparen. Gar nicht auszudenken, wie die Familie Bergeron reagiert. Mir klingt schon Lucies Gelächter im Ohr. Darf ich Ihnen einen guten Rat geben, Herr Gruber? Verzichten Sie auf die Ansprüche gegen Robert von Steuben. Gut, einverstanden. Moment, ich habe da was Schriftliches vorbereitet. Lesen Sie es durch, dann können Sie unterschreiben. Und die Möbel müssen Sie natürlich bezahlen. Sie sind ja verrückt. Robert hat Schulden bei der Bank, die Sie ihm eingebrockt haben. Ja, jetzt reicht's aber. Wollen wir nicht großzügig sein und Herrn Gruber Rabatt anbieten? Sagen wir 30%? 60. 40.
50. Okay, gemacht. So, jetzt nehmen Sie Ihre Möbel und hauen ab. Herbert, Jürgen, pack diesen ganzen Schrott zusammen. Wir gehen. Herr Gruber. Danke, Madame. Los, 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 los! Meint ihr, ohne Not mit der Kündigung, wenn ich noch etwas länger bleibe? Ach, ich glaube, sie hat sich inzwischen an dich gewöhnt. Ach, Kinder, ich schmeiß eine Frau! Was? Ja. Oh ja, danke. Oh ja. Oh ja, danke.